Ja, also ich denke oder ich weiß, es ist ja schon sehr lange, gab es ja schon Kontakt hier zu Cartesiana und ja, dann gab es gute Gespräche mit dem Trainerteam und mit den Vorsitzenden und ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt hier, als ich hier angekommen bin und Gespräche hatte und alles sehr, sehr positiv, der Eindruck, das Stadion, das hier neu gebaut wird und generell fand ich den Verein schon immer sehr sympathisch und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass es dazu gekommen ist, ja. Am wohlsten fühle ich mich tatsächlich auf der Zehnerposition oder am offensiven Mittelfeld. Ja, generell zentrales Mittelfeld. Ich kann aber auch auf den Außen spielen. Also bin da im offensiven Bereich relativ flexibel. Naja, ich war früher Sympathisant vom HSV. Ja, durch meinen Papa ist das so ein bisschen gekommen, aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, nee. Da müsste ich mir jetzt zwischen zwei entscheiden. Es fällt mir schwer. Also zum einen das Tor des Monats, was ich erzielt habe, war natürlich sehr, sehr geil. Und eine coole, ja, einfach cool, dass das so, dass ich da gewinnen konnte und dass ich mich da gegen wirklich gute Konkurrenten durchsetzen könnte. Und was vielleicht sogar noch ein Tick besser war, war der Ausgleichstreffer in Magdeburg für den HFC im Derby, ja, zum 1-1 und für mich eigentlich mit einer der wichtigsten Treffer da in der dritten Liga. Schönste Stadion, würde ich sagen, ja, Dresden war nicht schlecht. In Dresden, da hatten wir jetzt leider nicht ganz so gute Erfahrungen im Ergebnis, aber ansonsten war das schon ein sehr schönes Stadion. Aber auch haben wir in Hannover gespielt, war auch gut. Und dadurch, dass ich da selber gespielt habe, was ich auch finde ich auch sehr schön, in Aue. Ja, und ich hoffe, dass wir hier bald auch bei unserer Heimstätte ein schönes, oder weiß, sieht man ja jetzt schon ein schönes Stadion haben und ich denke, dass ich dann auch bald auflaufen darf. Ja, wie gerade schon gesagt, also sehr, 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 sehr schön und ich glaube, da entwickelt sich auf jeden Fall was richtig, richtig Großes und das ist für mehr gemacht auf jeden Fall und ja, also es hat schon Niveau mit ähnlichen Kalibern, die ich eben angesprochen habe, die zu den Stadien zählen, wo ich schon drin gespielt habe. Ja, habe ich. Den Nils Petersen würde ich da an allererster Stelle stellen, da er aus meiner Heimatstadt Wernigerode kommt und wir im guten Kontakt stehen, unsere Väter sich sehr gut kennen. Ja, ich habe mir jetzt auch die Nummer 18 da deswegen jetzt auch ausgesucht hier in Jena. Er war ja selber auch hier in Jena und hatte in Freiburg lange Zeit die 18 und ja, das ist so, würde ich sagen, mein fußballerisches Vorbild. Ich spiele ab und zu gerne Schach mit Freunden. Ansonsten, ja, mit meiner Freundin irgendwas unternehmen oder ich lerne halt fürs Studium. Ansonsten, ja. Viel, viel sportliche Dinge, aber nichts Ausschlaggebendes Besonderes. Das ist schwer zu sagen. Also ich war jetzt 2 Jahre lang Vegetarier und jetzt bin ich mal froh, dass ich mal wieder, wenn ich mal wieder einen Rumpsteak mir mal wieder gönnen könnte oder auch es mal wieder mache. Ja, dann würde ich schon sagen, wenn Papa mal zu Hause auf dem Grill einen Rumpsteak macht, aber vorher war es dann eher das Grillgemüse. Auf dem Grill von Mama. Ja, hallo FCC-Fans. Ich freue mich jetzt wirklich absolut hier angekommen zu sein und freue mich zunächst auf die nächsten Testspiele und vor allem dann auch auf den Saisonauftakt und auf das DFB-Pokalspiel und freue mich, vor euch jubeln zu dürfen.